So. Ich hab falsch geklettert, bin ich. So, eigentlich. Oh, genau. So. Oh ja, mein, das muss doch gehen. Geiles Ding, würde ich sagen. Oh, ich würde sagen, die sind gekettert, ne? Beziehungsweise beide Masten. Im Popo. 72. Tag. Seemöwen, genau. Land in Sicht. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. So, das Einzige, was ich natürlich jetzt gerade nicht verstehe, dass der eine Mast ist ja kaputt, ne? Eigentlich könnten wir doch hier gar nicht mehr hochkrauchen. Oh, wie einfach das hier ist, hier mit dem Kraxeln gefühlt, im Gegensatz zu den anderen Teilen. Also den neueren, so rum. Zu 100%. Ja, die neuen Kolonien. Boston 1754. Willkommen. Master Kenway. Master Kenway. Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einlädt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang.
Dieb! Haltet den Dieb! Hat er gerade eine Orange geklaut? Ich glaube, das waren Orangen, ne? Gemütliches Schweinchen. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. So. Ein Gemischtwandel. Händler finden. Das kann ja eigentlich nur hier sein. Und auf jeden Fall brauchen wir Aussichtspunkte. Nee. Oh. Und dieses Mini-Ruckeln. Es wird nicht besser. Wo ist denn der? Ach da. Komm damit zurück, du Schurke! Verdammte Schnösel, diese Stadt wird noch mal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Seiten des Almanach von 1733, Band 1, sammeln 054. Das Boston Country Journal, die Welt für alle. Ah, hallo, willkommen. So, ein Schwert und eine Pistole sollen wir kaufen. Gekauft. Und so eine Steinschusspistole. Munition. B halten, um das Waffenrad zu öffnen. L benutzen, um das Schwert in der Kategorie Langenwaffen auszuwählen. RB loslassen, um das Waffenrad zu schließen. L benutzen, um das Schwert in der Kategorie Langwaffen zu benutzen. So. So, halten. Ja, so.
Ohren bluten oder die Füße anstrengen, dann gibt es jetzt ein neues und atemberaubendes Wundermittel. Okay, so. Ich muss mir echt erstmal an die ganzen Sachen. Das ist also hier ein bisschen. Können wir hier interagieren, oder? Griffe ins Zentralboston. Oh, ich weiß nicht mehr, wie das war. Aber das ist jetzt gerade nicht die Aufgabe, ergo. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Ich merke echt gerade massiv, dass ich das Game irgendwie anders genieße als Valhalla in letzter Zeit oder die letzten Monate. Was wohl auch daran liegt, ich weiß, ich habe es ja schon mal als normale Version damals zum Release gezockt. Deswegen weiß ich ja so gesehen eigentlich, was passiert. EDC ist ja nichts anderes. Und als nächstes dieses Mikro-Ruckeln oder dieses Ruckeln allgemein nervt mich gerade ein bisschen, aber ich kann nichts machen, weil ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Scheinbar irgendein Problem an der Version. Weil wie gesagt, 5900X und eine 2080 Ti eigentlich funktioniert, weil die liegen beide unter jetzt nicht gerade 35% maximal. Also ich weiß nicht, warum diese ruckeln. Und ich habe auch schon probiert mit V-Sync. Ist eigentlich egal, weil ihr einen G-Sync-Monitor habt, also eigentlich sollte es funktionieren. Ich denke mal, das ist genauso wie damals zum Release, dass in das Game so ein bisschen Mucken macht. Wobei das Lustigste war, eigentlich nur so ein Boston und der Rest lief eigentlich reibungslos. Und bisher ist allgemein irgendwie ein bisschen geruckelt, aber okay. Ich würde es nicht schlecht machen, ich genieße das eigentlich, aber eben so... Ja, auf eine andere Art und Weise eben, ne? Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Hier lang. So, wir sollen ihm hinterhergehen. Das kriege ich doch, glaube ich, hin. Vor allen Dingen ist das eigentlich auch richtig nice, dass man wie hier und wie in Rogue eigentlich. Ich sag jetzt mal vorsichtig, den Bösen, nicht vorsichtig, eigentlich ist es ja so, den Bösen spielt, ne? Also Bösen im Sinne von wegen so, nicht ein Assassinen, sondern eben Templar. Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge, vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Natürlich. Kein Problem. Ist auch interessant, dass er natürlich schon draußen ist.
Wie gesagt, so läuft alles wunderbar, aber immer dieses, das ist leider so ein bisschen traurig, aber okay. Ah, ist das, wenn man ältere Games spielt, ne? Kann immer mal wieder passieren, obwohl eigentlich sollte es nicht. Ich überlege auch gerade, ob das damals, oder andersrum, weil ich das ja auch gerade eben gesagt habe, ich genieße das anders. Ich überlege gerade, ob das damals auch so gewesen ist. Also ich bin gerade so echt zweischneidig. A, genieße ich so dieses relative, oder eigentlich dieses Oldschool-Gaming von Assassin's Creed. Weil das hat sich ja erst mit Origins wirklich richtig massiv geändert. Und das genieße ich. Und zweitens eben, ja, war das so, habe ich das anders erlebt, etc. Ne? So gerade so echt genial, würde ich sagen. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haven Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Das Geile ist, ich kann gerade nicht laufen. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Dass ich mich eben nicht so bewegen konnte, wie ich wollte. So, dem folgen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Eine Muskete nehmen. Wir zwei, haut ab! Wir zwei, haut ab! Verschwindet! Hammer. Wo sind die denn? Die machen das schon. Zurück, drin sind wir sicher. Boah, ich bin, Alter. Was nun? Mein Gehirn. Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf. Vorstellung geht weiter. Okay. Wir waren wohl doch nicht so sicher da drin. Hier ist gar wirklich gar keiner gerade. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da sind mehr.
Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam! Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Ei. Fürchterliche Tragödie, das. Ah. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Ich liebe es. Leichen flattern. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Haltet die auf, Thomas! Aber sofort, Boss! Hey! Thomas! Was? Da ist was! Erledigt sie! Komm. Ich liebe es. Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Ich finde das so nice, Alter. Also diese Killmoves finde ich irgendwie immer noch am besten. Besser als in den neuen Teilen. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist einfach so. Die waren irgendwie, weiß ich nicht, die sind im Blut drin.